Hallo, Schavo. Was stehst du da auf dem I rum? Du bist ja das I-Tüpfelchen überhaupt hier, wa? Ich bin das, ja, bin ich. Und? Lass mich doch. Dann bin ich das H-Tüpfelchen. So. Das BH-Tüpfelchen. BH! Das bist du im BH, also im H. Im H. Mehr im B oder mehr im H? Mehr im H. Du bist die Suppe im H. Oh, ist hart traurig. Das H in der Suppe? Egal. Egal. Eines von beiden. Nichtsdestotrotz, willkommen zurück zu Minecraft Feed the Beast Unleashed mit dem Raffi. Und dem Schavi. Schavo. Okay, Entschuldigung. Also wir müssen das besser absprechen. Wenn ich sage Raffo, dann heiße ich Schavi. Okay, und wenn ich sage Raffi, dann bin ich Schavo. Ja, also irgendwie müssen wir uns da mal einigen. Na, ich wollte mal sagen, dass die Türen zum Reaktor offen stehen. Das ist cool. Ja, aber wir haben sowieso nicht an, stimmt. Deswegen, wahrscheinlich. Ja, der muss ja mal gelüftet werden. Ja, genau. Ich meine, da stinkt es ja schon so drin, wenn das Modem die ganze Zeit läuft. Ja, ja. Das betreibt das ja auch Stoffwechsel. Genau, das riecht schon so nach radioaktiver Strahlung und wir dachten, die muss einfach mal so ein bisschen raus. Das geht einfach gar nicht. Wie hoch die Büsche hier schon wachsen, alter Schwede. Genau. So, aber wie has auch anderes Zeug heute vor. Und zwar, ich wollte mal kurz was ausprobieren. Und zwar, wenn ich hier so mache, dann hier so. Und dann so. Und dann verdammt Shift rechts. Und dann links und rechts einen fallen lassen. Shift links klick. Dann Shift rechts klick, da drauf war es, glaube ich. Also, das ist schon mal kurz. Ich habe nämlich, also, jemand hat nämlich ein Video in die Kommentare gepostet, was er selber gemacht hat, dass wir, wenn wir Rezepte einspeichern. Ja. Boah. Was denn? Cool. Such dir mal irgendein Rezept aus, was wir mal einspeichern wollen. Was mache ich denn damit? Ich bin jetzt ja gerade nicht da. Erklär's mir doch. Nein, ich will es nicht erklären. Ich will, dass du es machst. Wieso? Nein. Ich will schon, dass du es machst. Ja, dann musst du warten. Ja, dann musst du. Ich habe kein Problem mit. Du wolltest wissen, was es ist. Ich habe gerade wichtige Aktivitäten zu aktivieren. Achso, okay. Ja, dann. Oh, ist das geil. Vielen Dank nochmal an dich, wer mir das geschrieben hat. Oh, ist das geil. Was geht denn mit dir, ey? Mann. Alter. Würdest du sie gerade sehen, ja? Was würde dann passieren? Hm? Würden mir die Glotzer rausfallen, meinst du? Dann würdest du voll abgehen. Ja, ich guck mir das gleich an. Und dann ist das bestimmt voll langweilig. Oh nee, dafür brauchen wir einen Reduction-Smelter, um das zu machen, oder was? Siehst du, also ich wusste, das passt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, aber. Das wusste ich schon. Reduction-Smelter, ja, meine Güte. Haben wir das nicht schon mal irgendwie? Induktionsherd quasi, wa? Ja. Nö, wüsste ich nicht. Ich glaube nicht. Au. Meine Büsche versuchen mich umzubringen. Dann mache ich den. Induktionsschmelzer. Ich wollte eigentlich nur einen Rancher bauen, dafür muss ich schon wieder 1000 Sachen machen. Das ist so der Haken an Feed the Beast, ne? Mhm. Das denke ich mir nämlich auch immer. Ich wollte nur mal gerade eine Ranch bauen. Eine Ranch. Was ist es denn? Hat's was mit Rezepten zu tun? Ja, hat sogar. Ja, siehst du? Ich kann. Du weißt ja jetzt nämlich noch nicht, dass ich ja Gedanken lesen kann und ich werde das jetzt so Stück für Stück rausbekommen. Ah, okay. Deine ja, jetzt muss ich aber erstmal wieder die Kräfte sammeln. So. Damit ich die nächste Frage stellen kann. Okay, dann muss das wieder nachdenken. Ja, das ist im Moment alles noch nicht so leicht. Induktionsschmelzer. Bitte. So, hier ist ja alles fertig. Das kann man auch so irgendwas lassen. Fehlt. Fuck, muss aber weg. Ingwer-Ingots. Da Fug. Soll ich denn den Scheiß machen? Ingwer? Haben wir doch gar nicht. Ingwer. Die wollen ja Sachen von uns. Von denen habe ich noch nie was gehört. Aha, ich brauche einen Induktionsschmelzer, um Ingwer zu machen. Aber für den Induktionsschmelzer brauche ich auch Ingwer. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Pulverized Iron und Ferrous Metal. Ferrous haben wir doch. Metal! Hui! Und Iron. Es ruckelt, ja. Jetzt komme ich da wieder nicht ran, ne? Das ist doch wieder reine Schikane. Ich mach gerade hier ein bisschen die Bären fertig. Ach so. Die armen Bären. Ich kämpfe mit Bären. Sind unter Naturschutz. Die Bären nicht. Nicht? Nein. Achso, ja dann. Dann passt ja alles. Ja, wir sollten mal unsere Discs erweitern, gell? Du meinst die Storage-Dinger?
Ja. Ja. Es ist ja soweit alles, obwohl die Dinger an sich sind ja nicht eingespeichert, aber die Bestandteile ja schon. Diese Storage-Clusters, das war ja der größte Aufwand da dran. Alles andere sind ja einfache Einzelteile. Ja, stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. Ja. Da macht man mir nichts vor. Hä? Warum also, kann ich hier schon wieder was neu? Mann, Mann, Mann. Wohin geht's denn nicht? Komm, komm her. So. Hä? Was ist denn da schon wieder los? Pulverizer. Warum brauche ich denn einen Pulverizer? Warum kann ich das nicht in einem... Boah, ey. Das System ist das irgendwo? Problem, Raffi. Der ist auch so. Haben wir nicht einen Pulverizer irgendwo rumstehen? Ich weiß nicht, ob wir mal einen hatten. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten noch nie einen. Sicher? Haben nicht mal einen gemacht irgendwie? Ach, das ist das hier? Ist doch Pulverizer hier. Von wegen. Boah, ja, Entschuldigung, war nur geraten. Zack, so. Bam, oder. So, Pulverize, genau, das verkombiniere ich jetzt nämlich mit dem Iron Dust. Und dann bekomme ich voll Fett hier. Mama sagt, das ist gar nicht fett. Nicht? Nein. Oh. Dann muss ich das aber schon wieder schmelzen. Ja, meine Güte. Ich sehe, du bist auch schwer beschäftigt. Ne? Du hast bestimmt genauso coole Aufgaben wie ich. Geht das? Boah, schmilzt sogar. Boah, ist das geil. Huch, wo bin ich denn gerade reingelaufen? Was ist das denn? Ach so, die wachsen noch. So, so. So ist das also. Die Bären wachsen im Hellen nicht so gut, ne? So war das doch, oder? Ja, desto dunkler ist es angeblich. Naja, dann mach ich die mal weg. Ich meine, wir haben ja oben die Torch drauf. Ja. Sollte ja eigentlich funktionieren. Willst du kurz Penen kommen? Ja, ich bin eh fertig. So. Autsch. Ich lasse mich gerade nochmal von meinen Bären verprügeln. Nein. Verlaufst du das nicht kratzen? Oh doch. So, das brauche ich nicht. Warte, ich bin sofort da. Ja, ich habe Zeit. Ich muss gerade noch hier meine Handarbeit machen. Oh, ist das ekelhaft. Ja, ich mache mit der Hand die Engines an. Es ist mir nur egal, wie du dich anmachst. Das ist so oder so ekelhaft. So, jetzt ist es hier unten dunkel, perfekt. So, hier kriegen wir eine Menge Energie. Was muss ich jetzt mit dem Induction-Smelter gleich nochmal machen? Ah, glaub, schön, der Raffi fühlt sich wie ich. So, ich bin Rancher, da, ich bin da, wollen wir schlafen? Hardened Glass, ja, genau, Hardened Glass. Genau, und zwar brauche ich da Obsidian Dust. Und Lied, okay, ich komm schon. Bin da. Ich auch. New, 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 wie alles vorbeifliegt. Das ist wie Schäfchen zählen. Schon, gell? Das ist Steine zählen. Ja. Und der Letzte, der trifft dich am Kopf und dann kannst du auch gut schlafen. Das ist immer so random. Ja. Das ist die Überraschung, welcher dich am Kopf trifft. Ja. Mein Gott, komm ich hier mal rein. Geht das? Mann, Mann, Mann. Nein, why you know can pulverize? Das geht nicht toll, die hätte ich dort lassen können. Verdammt. So, genau. Da brauche ich dafür nämlich Lead, Ingots und... Oh Gott. So. Boah, ey. Boah, ey. Achso, du wolltest mir was zeigen, ne? Wollte ich? Ja, ich muss irgendwas machen, hast du doch gesagt. Ah ja, mach mal. Das ist das Magische. Mach mal. So, jetzt pass auf, nehme ich. Du. Okay. Ja, ich? Such jetzt irgendein Rezept aus, was wir mal einspeichern wollen. Was wir später mal brauchen können. Irgendein kompliziertes oder irgendwas. Boah. Irgendein Rezept, was wir einspeichern wollen. Weiß ich jetzt gerade nicht. War Chest eingespeichert? Nein, Chest haben wir zum Beispiel nicht eingespeichert. Okay, dann das heißt, ich mache jetzt ein Chest-Ding, okay? Ja, also du machst jetzt in deinem Not Enough Items, schreibst du unten Chest hin, okay? Ja. Okay, so, jetzt gehst du, jetzt hast du die Chest oben rechts, oder? Also, dass du da anklicken kannst. Okay, dann gehst du hier zu dem Table hin. Zu dem Pattern Encoder. Ja. Hier, okay. So. Dann klickst du auf deine Chest, also bist du drin im Pattern Encoder. Ja. Dann klickst du auf die Chest mit Linksklick, dann siehst du das Rezept, gell? Ja. Genau, jetzt machst du mit Shift Linksklick auf das Fragezeichen. Shift Linksklick. Oh. Das heißt, ich muss die Materialien dafür gar nicht haben, um die Pattern herzustellen. Oh, das ist richtig geil. Sag ich doch. Sind auch deine Eier aufgefallen, gell? Alle drei. Alle drei. Ist doch richtig nice, oder? Ja, das gefällt mir sehr gut. Applaus, Applaus, Achtung. So. Sehr gut.
Ja, das kann man auch anders verstehen, was du da machst. Nee, das wird sich anders anhören. Oh, so. Saugst du oder was? Ja, klar. Ja, so gelenkig bin ich nicht. Oh Mann. Aber das Liquid Duct schon eingespeichert? Meine Güte, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Ich komme gerade gar nicht klar auf mein Level. Boah, dann hätten wir uns ja das Craften viel, sparen können, ja. Ja, oder viel leichter. Ja, das jedenfalls auch. Geil. Geil, echt. Aber ab jetzt geht's halt leichter, genau. Ja. Ist halt Skylord Run. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, habe ich jetzt alles dafür eingespeichert? Ich glaube schon. Das heißt, ich crafte jetzt hier einen Rancher. Beginn. Und dann fehlt bestimmt irgendwas. Und zwar Hardened Glass. Ah, genau, das muss ich reinlegen. Bam, so. Und dann fehlt noch... Achso, schon fertig. Was hast du jetzt angespeichert? Einen Rancher. Wie schreibe ich das? Rancher halt. Wie die Ranch? Ja. Und den können wir jetzt nämlich unten zur Kuh stellen, ne? Ja. Genau. Und zwar zum Beispiel genau... Hast du irgendein Portal dafür? Ne, ich bin gerade selber runtergerannt. Ist ja oldschool. Nein, will ich nicht rausrennen. Oh, scheiße. Okay, gut. Steht nämlich hier, ne? Das ist so da, ne? Ja, warte, ich komme. Wieder nach oben. Okay. Und ich mache noch eine MFSU. Eine MFE. MFE dürfte reichen. So, ich habe dir ein Portal gemacht, ne? Kannst du dann auch benutzen. Das ist sehr nett. Ja. So, eine MFE gemacht, ganz gechillt. Wo ist das Portal? Ah, da. Das neben dem Aufgabenplan. Ja, ja, genau. Ah, nice. So, stelle ich nämlich die MFE hier hin, damit das Teil hier Energie kriegt. Dann gehe ich wieder nach oben. Dann brauche ich noch Waterproof Pipes. Waterproof Stone Pipes am besten. Also die Kuh ist dahinter, ne? Und im Endeffekt wirst du es jetzt so machen, dass die Milch direkt da reingepumpt wird, oder was? Genau. Und wie versorgen wir das mit Strom von oben, oder wie? Nein, nein, da mache ich mir jetzt ein Crystal. Jetzt pass auf. Crystal Meth mache ich mir da jetzt. Oh, geil. Ja gut, das hält mich auch immer auf Trab. Das kann ich gut verstehen, dass das gut funktioniert. Ja, wir brauchen auch noch Pipe Waterproof. Stone, mit Stone Pipes drin. 14, das wird reichen. Haben wir Kaktus drinnen? Wow. So viel gleich. Was? Sagura Kaktus. Ja, das ist dieser andere, der auch so cool wächst. Mit was konnte ich nochmal so Spawner abbauen? Weißt du das noch? Mit dem Force Wrench. Aber da haben wir keine von, oder? Ja klar, mit dem Force Wrench. Haben wir eine? Echt? Ja. Wir haben doch diese Omni Wrench. Meinst du die? Nein, ich meine den Force Wrench. Ach, die. Ah, ja. Ah, ja. Jetzt müssen wir das auch irgendwie intelligent verkabeln, dass hier auch überall was hinkommt. Wir können auch rein theoretisch noch eine zweite Kuh machen, damit das Ganze auch 100 pro mal aufgefüllt ist. Na naja, gut, ich meine, so schnell verbraucht das nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Testlauf. Mach erstmal einen Testlauf mit der Kuh. Warte, ich schalte. Warte, ja, nee, okay. Stimmt. Das Ding hat noch keine Energie, oder? Ich schalte die Engines trotzdem mal kurz ab. Das. Okay. Ich habe noch nicht genug Kerbe. Und noch Kaktus. Normalen Kaktus? Ja, Kaktus Green. Kaktus Green. Haben wir, glaube ich, nichts mehr. Deswegen gehe ich kurz in die Wüste, da dürfte der Kaktus sein. Aber du kannst ja auch den Sakura, kannst du da auch zur Kaktus Green machen. Was? Der Kaktus Green machst du, indem du Kaktus brätst, das weißt du schon, ne? Ja. Und hast du gerade nicht gesagt, dass wir so Sakura... Oder wie? Saguaro-Kaktus? Ach so, ja, aber die will ich behalten. Die sind bestimmt irgendwas Besonderes. Nein, sind sie nicht. Davon stehen in der Wüste ganz viele rum. Ja, und? der hört sich besonders an. Ich fühle mich ganz besonders. Wo haben wir denn eine Omni-Wrench? Hast du die irgendwo versteckt? Ich habe eine Omni-Wrench. Ja, die Force-Wrench meine ich. Die Force-Wrench. So. Die ist bestimmt in irgendeiner Kiste. Wir haben nicht... Doch, hier ist sie. Ja, hat sie erledigt. Sag ich doch. Wir können dabei mal eine Kommentarfrage ansprechen. Ja, immer raus damit. Immer raus damit. Penis-Time, ne? Erstmal wieder was aussuchen. Die haben wir schon gehabt. Ja, nee. Ja, okay. Nee. Also dazu kann ich jetzt viel sagen. Und zwar, dass ich das nicht korrekt finde, solche Ausdrücke hier in der Aufnahme zu benutzen. Ja, das reicht noch, sehr gut.
Oh, hier was von Piotrus LP. Kommentarfrage: Wie seid ihr zu den YouTuber geworden, die ihr jetzt seid, und wolltet ihr schon immer Let's Player sein? Nein. Also ich wollte bestimmt kein Let's Player sein, als ich das erste Mal gesehen habe. Also das ist bei mir sowieso ein bisschen komisch, denn ich habe, glaube ich, vor 2,5 Jahren oder so mal eine Folge von Gronkh gesehen. Das ist mir dann erst so, glaube ich, vor einem Jahr nochmal aufgefallen, dass ich ja damals schon irgendwie Gronkh kennengelernt habe über seine Videos. Aber dass mich das Video auch so gar nicht interessiert hat. Ich habe das zwar geguckt, das war ganz nett, aber dann war ich aus dieser Szene auch wieder raus. Also ich habe ein Video gesehen und dann irgendwann fing das dann mal wieder so ein bisschen mehr an, als ich halt viel Minecraft gespielt habe. Da habe ich dann auch andere Let's Player noch gefunden. Ja, und irgendwann kam dann mal so der Drang. Also bei mir war es ja dann so, ich habe dann meine Arbeit ja gekündigt. Meine letzte. Ja, weil mir mein Chef so auf den Sack ging. Und dann hatte ich halt viel Zeit und dann dachte ich, komm, du kannst ja mal eventuell probieren oder so. Und dann habe ich mir die Technik gekauft und dann ging es halt los. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass das mal so passiert. So wie ich das. Ja, generell auch, dass ich mit sowas mal anfange. Also das hätte ich mir am Anfang nie ausgemalt. Ja, und wie ist man so geworden, wie man jetzt ist? Ich glaube, das macht einfach so der Lauf der Zeit. Umso mehr Videos du machst, umso mehr pendelst du dich so ein, wie du irgendwie wirklich bist, ja? Ja. Ich meine, am Anfang kannst du es vielleicht noch nicht so zeigen, wie du bist, weil du hast nicht so die Ahnung von Entertainment oder sonst was. Oder ich meine, ich sehe es immer in meinen ersten Videos. Ja, das ist ja sterbenslangweilig. Würde ich heute auch nicht mehr. Würde ich heute auch nicht mehr angucken. Aber da merkst du es auch so an der Stimme, an der Betonung, dass das ganz anders ist als heute. Deswegen, also es macht einfach die Zeit und es machen die Videos zum Teil. Exactly. Ja, und natürlich bin ich durch den Raffi so geworden, wie ich bin. Hat dich so negativ beeinflusst, oder was? Nein. Hey, das war sehr positiv gemeint, ja. Genau wie ich dich. Ja, weiß ich nicht. Aber ich sag's einfach mal. Ja, irgendwie hast du mich schon beeinflusst, ja. Oh Mann. Ich hätte nämlich sonst nie Feed the Beast und Hexit gespielt, so. Na doch. Was war unser erstes Projekt zusammen? Weiß Hexit. Gar nicht mehr. Schon Hexit, gell? Ja. Ja, achso, stimmt. Okay, ja. Naja, das macht Sinn. Ja. Was war die erste Frage? Wie bin ich so geworden? Ja. Cactus Juice? Hä? Wie macht man den Cactus Green? Du musst das brennen im Ofen. Ach so, ist okay. Nein. Nein, was wir. Wollte. Ob ich schon immer Let's Player sein wollte? Als ich damit angefangen habe, dann schon, aber davor eigentlich auch nicht. Also, ich meine, was brennst du denn hier bitte? Iron Ore Berries. Ja, ich mach grad die ganzen Beeren fertig. Ja, ich tu's mal kurz. Alter, wie flach. Ja, du kannst ja. Ich hab. Ist unten schon ordentlich was durchgebrannt? Alter. Ja. Cool. Was geht mit dir, Alter? Ja, ich hab jetzt mal die ganzen Beeren da rausgenommen. Ja, also, ob ich schon immer sein wollte, ich weiß gar nicht, was bei mir mit YouTube angefangen hat. Was so den Funken gegeben hat, dass ich YouTube-Videos schaue und dass ich Leute abonniert habe. Aber ich glaube, es könnte sogar fast Minecraft gewesen sein, vor einiger Zeit. Damit habe ich nämlich, glaube ich, die ersten YouTube-Videos angeschaut dann. Davor natürlich immer so Katzenvideos und so. Somit habe ich, glaube ich, jeder angefangen. Achso, dass er Katzenvideos geguckt hat. Ja. Ich will jetzt hier eigentlich meinen Kaktus reintun. So. Juhu! Warum konnten wir früher eigentlich keine Spawner abbauen, jetzt nur mal so ganz kurz nebenbei? Wenn das doch mit der Force Ranch so einfach geht. Ja, weil wir die nie dabei hatten. Ach so. Cool. Ja, schon. Ich weiß nicht, ob ich das schon immer machen wollte. Eigentlich nicht, aber ich dachte mir dann irgendwann, das ist doch voll cool und dann mache ich das doch auch mal. Also es hat sich einfach so ergeben. Das ist nicht so, als ob ich das ewig lang geplant hätte. Nee, also ich glaube, das plant man so auch nicht, ne? Ja. Auch die Größeren, die haben das einfach mal so aus Spaß gemacht, ja, und ist halt richtig was draus geworden. Man sagt jetzt nicht, hey, komm, ich werde jetzt Let's Player, das ist mein großer Berufswunsch. Genau, also nein, eben nicht. Und ja, sagt man nicht, genau. Genau. Es hat sich halt einfach so entgegen. Und wie bin ich so geworden? Ja, genauso wie bei Schafe. Ich glaube, ich habe inzwischen ja schon 1400 Videos hochgeladen mit meinen alten, die gelöscht wurden, also eine Menge. Und da entwickelst du dich halt auch weiter und weißt, wie man, also vor allem ich persönlich finde, ich kann mich inzwischen viel besser ausdrücken als damals. Weil, also ich bin noch nicht so schüchtern. Und du merkst halt echt, wie du ein bisschen redegewandter wirst. Ja, das stimmt wirklich.
Ja, kommst du kurz schlafen? Oh, das ist gerade, ich bin gerade weit außerhalb. Achso, okay, dann nicht. Warte, warte, doch, ich kann kommen. Ich habe ja, glaube ich, genau, ich habe ein Portal hier. Und zwar so. Das andere nicht, das dunkelblaue. Juhu, bin da. Ah, ich hänge. So. Genau, und was ich auch übelst gemerkt habe, ist, dass ich in der Schule so frei sprechen jetzt viel besser kann. Bei Referaten und so. Das ist saukrass. Also, da habe ich früher immer voll viel vorbereitet, gell, 5 Seiten aufgeschrieben und ausgedrückt, was ich alles sagen will. Heute habe ich 1, 2 Stichpunkte und laber einfach die ganze Zeit. Genau, und schreibt und kriegt nur noch 6 in den Vorträgen. Ja, das nicht, aber. Nee, aber das stimmt schon. Also erstens lernst du wirklich, dich auszudrücken. Du hast dann auch so ein bisschen mehr das Selbstbewusstsein, so freier zu sprechen, sag ich mal, weil du bist es einfach auch schon ein bisschen mehr gewohnt und alles. Ich finde das auch durchaus korrekt. Und denkst, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und dadurch, ich finde durch so, wenn du YouTube, vor allem durch die Kommentarfragen und so, lernst du auch oder bildest du dir viel mehr eine Meinung oder kannst auch viel leichter eine Meinung bilden dazu zu Sachen. Ja. Ja, vor allem kommst du da auch mal auf Sachen, auf die du sonst oder für die du gar keinen Gedanken sonst verschwendet hättest oder sowas, genau. Ne? Also das ist schon cool. So, ich pflanze nochmal einen Spawner dazu, ne? Achso, ja. Ich habe gerade noch einen geholt, weil einen hatte ich mir noch eingespeichert, deswegen habe ich mir nämlich auch mal die Force Wrench geklaut. Shield. Kann ich wieder nach unten gehen durch dein Portal? Ja. Oh. So. Nein, mir fehlt noch eins. Boah, das ist ja ein volles Konstrukt, gell? Ich muss irgendwie alle Engines ansteuern. Oh, Mann. Und wie betreibst du das jetzt? Aber Strom hast du noch nicht angeschlossen, ne? Ja, das siehst du gleich. Dein Meth-Labor, das möchte ich mal sehen. Oh, eine Höhle. Ein Waterproof brauche ich noch. Ich habe jetzt übrigens eine Kaktusfarm vor unser Haus gebaut. Sehr gut. Sugar Canes. Ja, ich meine, es ist doch Quatsch, immer so weit zu rennen dafür. Ja, ja. Ja, oh, deine ganzen Berries sind fertig. Schon wieder? Mein Gott. Achso, durchgebrannt meinst du, ja. Oder was? Ja, das ist schon eine Menge eigentlich, ne? Ja. Da hinten stehen noch Büsche. So, unsere ganzen Engines sind voll, gell? MFSUs, meine ich. Also alle 3 innen, aber die außen ist bei 3 Millionen gerade. Na, ist doch geil. Also dann haben wir auf jeden Fall genug Strom. Achso, so ein Energy Crystal ist quasi wie eine Batterie, oder was? Ja, genau, nur besser. Ja, es ist eine große Batterie. Eine sehr, sehr große, 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 ja, große, 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 große Batterie. Ja, das steuere ich, glaube ich, alle an, gell? Ja, genau. So, jetzt kann ich nämlich einfach hier so eine Batterie reinlegen. Unten. Genau, und dann kommt da rein theoretisch Milch raus. Das heißt, man muss nur ab und zu mal den Crystal aufladen, dann geht das, oder was? Ja, genau. So viel verbraucht es nicht, aber warum kommt da jetzt keine Milch raus? Vielleicht wird die Kuh nicht optimal angesteuert. So, Kristall ist leer. Ich glaube, es liegt fast daran, dass da ein Stein drin ist, kann das sein? Dass da unten Milch ist, direkt vor dem... Vor der Kuh? Ja. Dann müssen wir mal einen Eimer holen. Ja, ich habe einen Eimer, aber ich komme nicht dazu. Ja, warte, dann hole ich so ein Netz. Ah, warte, ich hab's. Sehr gut. So, jetzt dürfte es aber gehen, oder? Hey, warum geht denn das nicht? Rancher. Achso, die Energie. Hä? Die MFSU steht nicht richtig? Braucht die eine spezielle Position oder was? Ja, der muss halt die Energie. Also muss sie übertragen. In den Geiste. Nein, aber die hat doch Energie, aber warum? Vielleicht weil es die falsche Kuh ist? Kannst du mal oben eine richtige Kuh mitnehmen? Weil die so geschoren ist oder was? Ja, das kann sein, dass er die vielleicht nicht erkennt oder so. Ja, warte. Ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg als Naturforscher, ja. Hey, warum kriege ich denn die ganze Zeit Tiers? Verstehe nicht. Weil es traurig ist. Ja. Unsere Aufnahmen sind so traurig. Das Spiel versucht uns etwas mitzuteilen. So, ab eine normale Kuh. Ja, kommst du? Ja, ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig Blut. Ich kann ja auch nicht so schnell. Und? Und? Und plopp. Tada! Rein. So.
Nee. Hä? Ah, doch, doch. Doch, ja, da jetzt. Wird Milch. Was zeigt mir das denn an? Was heißt denn Work? Work? In diesem Rancher da drin. Das weiß ich nicht. Aber die Energie ist halt die Energie. Und rechts ist Idle. Das heißt, wenn das Arentier-Tisch einmal nach oben geht, dann löst er aus. Irgendwie sowas. Okay, und jetzt pumpt er das hier gerade so ein bisschen durch, ja? Genau. Stimmt, da wird sogar mehr. Ach, cool. Ich habe auch noch mal ein bisschen Energie mitgebracht. Wie? Achso, hast du dir den Crystal mitgenommen? Ja, ich habe den noch mal aufgeladen. Ja, schau mal, der braucht eh nicht so viel Energie. Ja. Aber ich weiß halt nicht ganz, ob die Milch hier so reicht für alle Engines. Ich meine, die erste, da kommt natürlich am meisten rein, weil die Pipe an der zuerst vorbeigeht. Aber bei den anderen kommt dann fast gar nichts an. Und wie erkennt der Rancher, von welchen Kühen er sich das alles nehmen kann? Also, dass man sagt, man könnte jetzt noch eine zweite, dritte reinstellen, dass die aber auch abgesaugt werden. Das geht wirklich nur für eine Kuh, oder was? Ja. Also, es bringt nichts. Also, weil wir haben ja hier schon maximale Milch. Es geht einfach nicht schneller. Ach so. Wenn du das zwei oder drei Kühe reinstellst. Also, an sich, aber wir könnten rein theoretisch höchstens hier noch einen zweiten Rancher. Ja, genau, genau. Also ich meine, hier könnte man super an die Stelle hier ranbauen, hier so daneben, oder? Ja, ich hätte halt hier noch einen dran gebaut, schon. Ja, oder so. Dann haben wir nämlich von der anderen Seite auch noch was, was dazu kommt. Druckbetankung. Hui. Genau, hätte ich eigentlich fast gemacht, oder? Weil ich meine, hier unten bei der unteren Engine kommt fast gar nichts an. Ja. Wir haben jetzt 100 drinnen. Ja, dann müssen wir das ja mal machen. Ich meine, wir können uns ja jetzt ganz einfach Rezepte einspeichern, das ist ja gar kein Ding. Exactly. Aber ich würde erst mal sagen, wir machen einen Stopp hier. Wie laut die Spinnen sind, wa? Ja, ich habe da aufgebaut aus Versehen, damit ich die Pipes verlegen kann. Naja. Schön, ja gut, dann haben wir es aber. Gut, dann hätten wir das geschafft. Hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss noch irgendwas sagen. Howdiddly-doo, Freunde. Haut da rein, genau. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.